wunderschönen guten Tag hier bei Dumanis. Ja, wir sind Dumanis, sind wieder vereint. Frau Dumani und Herr Dumani fahren also jetzt zusammen. Also heute nur zwei fahren. Genau, wir fahren heute zu zweit. Die Jungs waren gestern ein bisschen feiern, sind aber heute wieder arbeiten auf der Arbeit. Jetzt chillen sie da ein bisschen rum mit ihren Freunden. Ja, wir haben uns gedacht, jetzt Familie, ihr wisst, für die Dumanis ist Familie A und O. Aldo, den Bruder mal sehen. Den habe ich schon lange nicht gesehen, oder? Letztes Mal in der Türkei, ne? Ja, ne? Seitdem doch. Er war doch einmal bei uns. Ja, aber ohne Selgi. Ja, ohne Selgi. Also die Schwiegern haben wir noch gar nicht gesehen, seit wir aus dem Urlaub sind. Und mein Bruder war ganz kurz einmal da, mal kurz so zwischen Tür und Angel in der Werkstatt gesehen, kurze Ölwechsel bei ihm gemacht. Ja, ich denke mal, man muss ja auch, es ist auch ein bisschen weit, ne? Jetzt mal dumm, im Moment, zum Wochenende haben wir nur wenig Zeit. Aber ich habe gesagt, Schatz, Tom, egal, gehen wir mal Familienbesuch heute, oder? Yep. Also, wir fahren jetzt los. Heute Morgen ganz eine Banane gegessen, noch nichts gegessen. Wir haben gesagt, aber was schönes Essen. Wollten wir mal gucken, was wir essen. Klar, wir sind auf Diät, aber einmal was Kleines können wir uns gönnen, oder? Einmal die Woche haben wir gesagt, dürfen wir sündigen. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, okay, wir geben meinem Bruder, ich rufe ihn mal gleich an, ob die was gegessen haben. Wenn nicht, dann würden wir dann mit meinem Bruder was essen gehen oder was. Schauen wir mal. Oder? Yep. Aber als Erste muss man natürlich auf jeden Fall wieder, nicht gegen die Hater, aber mein Tank ist auf Null. Jetzt muss die Diskussion ist natürlich sehr groß. Okay, die Motorlampe leuchtet, mein Sekundärluftpumpe ist kaputt. Hab einen bestellt aus dem Internet, da kommt auf jeden Fall. Der Tank ist 000. Ich habe es dann meinen Kollegen das Auto ausgeliehen. Gestern Abend haben sie dann Autos getauscht in der Nacht. Also es sind 3-4 Leute in diesem Spiel. Schatz? Schreibt es in die Kommentare. Aber der Gearschte bin ich natürlich jetzt. Ich sag, den Tank habe ich jetzt leer bekommen. Dann sagt sie so, ja, aber wer war das jetzt mit dem Tank? Hat Erdem den so tot bei den Jungs abgegeben? Die haben den Tank rumgefahren. Ja. Oder hat der, da war da wohl was drin. Sind die damit rumgefahren, haben die mir leer hingestellt? Wirklich mysteriös, mysteriös. Ich kenne nur eins, ich bin der Gearschte. Wollen wir mal Just for Fun live anrufen? Ja, okay, das können wir gleich mal machen. Ich muss sowieso tanken, dann rufen wir live bei Jan an. Ja. Und dann fragen wir ihn, was mit diesem schönen Tank geworden ist. Ja. Das wird lustig, Freunde, das wird lustig auf jeden Fall. So, Mehmet ruft jetzt einer von den Jungs an. Machen wir Zündung richtig an, damit man die... Warte jetzt. Wir überraschen die jetzt, der weiß von gar nichts. Ob die rangehen? Auch nicht, die sind noch in der Werkstatt. Also, ja, er geht. Ja, was macht ihr? Was macht ihr? Kurz fahren wir sein Auto rüber, wollten, dann fahren wir. Jan, hier, das Auto hier, der Mercedes hat ein Riesenproblem, Digga. Welcher Mercedes? Die rote S-Klasse. Sommerreifen, Tank. Sommerreifen? Nein. Siehst du das Problem? Finde den Fehler. Alter, das Ding ist ja absolut tot, Digga, Alter. Ist vorne angekommen. Achso, hat dann Erdem schuld? Nein, ich bin von Rotenburg hierher gefahren, dann war ich doch nochmal in Rotenburg. Ah, okay. Vorne. Ah, okay. Er hat angekommen, als hier losgefahren bin. Ja, okay, Digga, von Rotenburg hierher, Alter, dann letzte Reserve, Alter. Aber er ist halt nochmal nach Rotenburg gefahren. Teile holen? Ja, nee, Gas holen. Ja, okay. Also, okay, tamam. Okay, also Tschüss. Diesmal. Diesmal haben wir ihn ein bisschen... Ja, aber trotzdem bin ich am Arsch. So habe ich niemandem das Auto abgegeben, Schatz, so leer. Wirklich, Alter. Oder habe ich das... Dann fahre ich mein Auto so runter. Niemals. Ja, jetzt habe ich ihn. Also niemals, Schatz. Also, ja, dann danke erstmal. Ja, wirklich, ja. Ja, Chaos, Chaos. Elbtunnel ist gesperrt, aber das wusste ich auch vorher. Timo hat mir das erzählt gehabt. Elbtunnel ist gesperrt. Ja, was soll's. Wir fahren natürlich über die Elbbrücken. Wir wollen zu meinem Bruder und dann wollen wir Tanja noch mal kurz besuchen. Ja, erst zu Tanner oder erst zu? Erst zu Tanner fahren wir und dann haben wir bestimmt Hunger, gehen wir da essen. Ja, Dom ist auch noch da, ne? Also auch ganz, ganz, ganz wild. Dom ist ja hier der Volksfest. Ich glaube, Norddeutschland. Landgrößter, genau, ne? Da waren wir auch nicht, aber könnten wir vielleicht mal irgendwann übernächste. Ist ja ein Monat hier, ist auch richtig geil. Der und Dom ist ja riesig. Viermal im Jahr. Aber das Blöde ist auf dem Dom, Digga, für die Linie. Why, nicht so gut. Wieso? Doch, wir können die Challenge machen, Schatz. Na, aber ich will wirklich nicht, ich esse 10 doch so Euro. Gerne, ja. Ja, nein. Aber wirklich 10 Euro, nicht mehr. Freunde, ich gehe auf den Freimarkt wegen Essen oder auf den Dom. Und wenn ich da jetzt hingehe ohne Essen, was habe ich noch? Davon habe ich ja gar nichts mehr. Von dem Spaß. Dann fahr Karussell. Und es ist richtig alles voll, ja. Ja. Okay, ich bin jetzt leer. Ich muss rüber. Nimm die Kamera weg. Alter, es ist spät geworden. Wir waren ja kurz hier bei Tyler und Jana, bei TT Cars, bei den Jungs, die Felgen abgeholt. Jetzt gehen wir zu meinem Bruder. Mein Bruder wohnt hier 10 Minuten entfernt von dir, Schatz, ne? Mhm. Und, Alter, Schatz, ich kann nicht mehr.
oder? Ich hab richtig Hunger. Alter, wie spät ist es ich jetzt? Ich schwöre, wir verhungern. Oh, was ist das hier für ein Licht hier, Digi? Ja. Ich hab. Oh, Party hier, Disco-Licht. Alter, ich schwöre dir. Ey, Schatz, warum? Ah, okay, noch einmal. Ich schwöre, ich kann nicht mehr, Schatz. Eben war ich fast dabei, mir einen Döner zu kaufen. Aber wir wollen uns nur einen Teil. Ich schwöre. Und dann sind wir stark. Ich habe zu Tui gesagt, ist mir egal, Tui. Ich halte jetzt an beim Dönerladen und hole einen Döner und den teilen wir uns zusammen. Und dann sind wir aber hier in die Nähe gekommen. Dann habe ich zu ihr gesagt, Schatz, wir haben so viel durchgehalten, oder? Ja. Komm, kack drauf, den Döner essen wir nicht, obwohl ich richtig Bock auf den Döner hätte. Aber mein Bruder hat irgendwas gekocht. Ich bin mal gespannt. Vielleicht hat er meinen Geschmack getroffen oder nicht, ne? Vielleicht macht er. Na, Genscher, das muss ich jetzt mal so sagen. Genscher kann gut kochen. Kann richtig gut kochen. Und wir waren 2 Stunden unterwegs, Freunde. 2 Stunden von Rotenburg hierher. Die ganze Stadt ist dicht, oder nicht, Schatz? Ja. Wir sind über 2 Stunden gefahren. Ich kann nicht mehr. Wir wollen jetzt was essen. Ich kann nicht mehr. Ich habe Genja schon angerufen, dass ich gleich da bin. Das Essen muss jetzt gleich auf dem Tisch stehen. Wir müssen was essen, Schatz. Ja. Ich kann nicht mehr. Vielleicht will er uns helfen und hat nur Knäckebrot vorbereitet. Oh, nee, Alter, bloß nicht. Ja, dann gehe ich Döner essen. Aber Wallabak, wenn er jetzt Knäckebrot hat, gehe ich jetzt Döner essen, Schatz. Ist mir egal. Der ist hier, Wallach, mein Bruder Genjai Dumani, der Echte. Ja, ihr wisst, ich war bei Tanne, liebe Freunde. Dann habe ich gesagt, komm, wir haben es auch schon lange nicht gesehen. Wann haben wir es gesehen? Du warst einmal in der Werkstatt, oder? Ja. Einmal in der Werkstatt und wir waren hier bei Tanner, der wohnt 10 Minuten da entfernt. Wallah, ich habe so einen Hunger. Mal gucken, was gibt's. Mal, Genja, was gibt's denn heute? Nix. Brot und Wasser. Also, wir haben eine Suppe. Was für eine Suppe? Tarhana. Tarhana. Also, keine Ahnung, Freunde. Tarhana. Türkische Spezialität. Hey, aber wenn es so eine Dinge gibt, wie ein Tarhana haben wir, dann haben wir schön Salat. Brot darf ich nicht essen, aber er hat auch dunkles Brot. Das kann ich essen. Dann gucken wir mal, was wir noch zaubern. Wir haben Hunger, Wallah, Freunde. Was gibt's hier bei meinem Bruder? Wachteln. Ja, Wachteln. Ah, das sieht doch geil aus, hier ein paar Wachteln zu essen. Lecker, lecker, lecker. Oh. Ich habe richtig Hunger, Freunde. Ich warte noch auf meine Tochter. Meine Tochter kommt noch gleich. Lara will auch hier ein bisschen mit essen. Dann chillen wir hier ein bisschen. Ja, Lara ist hinter der Kamera. Lara ist auch dabei. Hallo, Lara. Willkommen. Wir sind bei Onkel zu Besuch. Ja, bei uns gibt es selten Wasser. So ist das. Ja, Lara, wir haben eine schöne Suppe. Tarhana. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich muss das mal googeln. Aber ist das nicht diese ähnliche, wie heißt die, wie nicht diese Märchen? Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist eine ganz andere Suppe. Also, okay. Lara, wir gucken mal. Wir haben Hunger. Wir haben noch nichts gegessen. Lass uns das schmecken. Danach beurteilen wir, geben wir unsere Urteile. Oh, Kacke, Alter. Genja hat hier die Turschüsse hier aus der Türkei von meiner Mama. Ich denke, die sind ganz normal. Wallah, ich habe die so komplett gegessen. Aber danach hat Genja erst Wallah, gesagt. Bei mir auch. Ich Alter, kauf, Schatz. Am nächsten Tag will ich essen. Von Mutter Turschü, ich nehme 2 Stück, weißt du? Ist ja wie gesagt, ist scharf. Ach, ich nehme 2. Ich kann nicht mehr, Genja. Gut, dass ich vorgewarnt wurde. Alter Schwede, ist das voll scharf, ja? Alter Schwede, Lara, du magst aber scharf. Ich glaube, das probiere ich lieber mal. Nicht. Ja, wenn der schon war. Ist noch eine für die Kamera. Ich beiß so eine Ecke. Aber scharf. Oh. Warte. Oh, probier du auch. Weil du weißt, Papa kann nicht so scharf essen wie wir. Ist scharf. Oh. Und? Geht? Die sind scharf. Oh. Sag mal, heute Abend brennt das doppelt. Ich berichte live. Also Freunde, Wachteln schmecken geil. Oder nicht? Ganz geil, hart, geil. Ganz bitter. Genja sagt, da kann man sogar die Knochen mal ab und zu abbeißen, oder? Ja. Schmeckt richtig gut, Schatz. Wachteln. Kenn die ja schon. Ich habe die früher schon gegessen. Mhm. Aber schon bestimmt 10 Jahre her. Ja. Schmeckt gut. Voll lecker. Wachteln. Mhm. Muss ich empfehlen. Also Schatz, nächstes Mal geht's Wachteln. Oh, Schatz. Was sagst du dazu? Diät abgebrochen. Diät? Nein, komm, Alter. Ich habe jetzt wirklich ein Stück Brot, Schwarzbrot gegessen, muss ich sagen. Das habe ich auch wirklich gegessen, wegen den Dingern. Wallah, aber das Ding ist, Genja, die sind scharf. Schmeckt richtig gut. Kurz scharf ja. Und dann ist wieder weg. 2 Minuten, eine. Wallah, aber Schatz, 1 Sekunde, 2 Sekunden sind die voll scharf, wo du denkst, das brennt. Aber nach ein paar Minuten denkst du, hä? Also ich habe jetzt schon 2 gegessen. Schmecken richtig. Wallah, geil. Also wirklich, sie schmecken wirklich toll. Ich will ein paar mit zum Mitnehmen. Baller geil, ich muss sagen. Unterwegs beim Auto fahren. Richtig toll, richtig toll. So, Schatz, dann komm, benoten wir das Essen jetzt. Los. Baller, guck mal. Ich bin hier, pass los. Auf. Ja. Er guckt 10 von 10. Walla, also ohne zu sagen, Walla, für mich war es eine 10 von 10. Weißt du, wieso auch wieso? Ich habe einen Riesenhunger gehabt. Walla, ich habe unterwegs Magenschmerzen gehabt. Da habe ich gedacht, so, ich kann nicht mehr. Und dann wollte ich schon unterwegs schon 3-mal überlegen, ich halte einen Döner. Ich habe gesagt, nein, ich ziehe das jetzt durch. Schön mit Zelta.
Klar, ich habe jetzt ein bisschen Reis gegessen, ein bisschen Suppe, aber das gehört dazu. Egal, ne? Also ich habe noch schon meinen Tee hier. Da kommt ein Minilöffel. Normal habe ich drei gemacht. Jetzt kriege ich nur einen Löffel. Ich trinke jetzt meinen Tee und einfach, ich bin fertig. Ich bin fertig hier, ne? Ja. Aber wir haben gemütliche 2 Stunden Fahrt nach Hause. Ja, aber soll ich dir was viel Schlimmeres sagen? Ja. Ich bin satt, ich bin voll. Jetzt hat sie auch noch Popcorn. Wei. Ist nur Luft. Hey. Oh. Also Popcorn ist nur Luft, deswegen das geht. Ja, das ist ein Abend hier, ja, mit meinem Bruder, wir chillen. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Ich schaffe es auch nicht, immer herzukommen. Er schafft das auch nicht. Er geht in der Woche arbeiten, ich arbeite in der Woche, Freunde. Ja, was soll man da machen? Ne? Dann, wenn es mal Zeit ist, hat heute gut gepasst. Es ist Samstag, wir können hier ein bisschen sitzen. Tochterchen ist auch da. Ja, trinken wir jetzt mal ein bisschen Kaffee. Wir gehen gleich bei Lara schlafen, dann müssen wir nicht trinken ein bisschen Kaffee, ein bisschen hier, ein bisschen da. Einfach mal entspannen. Was sollen wir machen, Freunde? Ne? So, dann sagen wir mal, genießen wir noch den Abend hier schön, hier mit Kerzenschein und alles drum und dran. Und dann wird's auf dem Weg. Ja, heute habe ich mal gesagt, ich mache mal hier mein Instagram-Video. Ich kann singen, Freunde, ich kann singen. Mein neuer Song kommt bald. Geil. Also ich kann doch gut singen, Freunde. Komm, schreib in die Kommis rein, oder nicht? Ja, aber jetzt kommt mein Part, jetzt kommt mein Part. Aber jetzt El aleme sor beni, Allahına kurban olayım. Und jetzt möchte ich... Also wer von mir mehr, wenn ich mehr singen soll, sagt Bescheid, Freunde, dann mache ich so ein Video nur mit Singen. Oder ihr sagt, nein, du singst scheiße, ich höre dann damit auf. Alles gut. Nächster Morgen, ihr hört. Wei. Der Tag ist vorbei. Wir sind wieder hier spät aufgestanden heute. Ne? Also ich war heute um 6 wach, Kaffee getrunken, hier ein bisschen rumgealbert, dann bin ich wieder ins Bett gegangen, haben wir bis 10 nochmal geschlafen. Normalerweise schlafen wir nicht. 10. Ja, normalerweise schlafen wir ja nicht so lange. Ne? Wir sind wieder am Frühstücken. Klar, Frühstücktisch ist heute tick zu viel gedeckt, weil, ja, finde ich. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen viel, aber das schaffen wir jetzt nicht alles. Da wollen die Kinder auch nachher was essen. Die schlafen auch natürlich. Ja, so sieht unser Sonntag. Also wir frühstücken eigentlich nur sonntags. Ja. Der einzige Tag, die Kinder haben wir sonntags sehr selten hier oben gesehen, weil die schlafen natürlich sehr lange. Ist auch egal, wir chillen hier mit Tui. Frühstücken schön. Ja, gestern war ja ein schöner Tag, waren wir bei meinem Bruder. Wachteln waren ja auch lecker, Schatz. Ja. Wir haben auch so einen Hunger gehabt, ne? Aber die Peperonis haben uns bereut, wirklich. Die haben uns gegeben. Ich war heute Morgen um 6 wach, gib ihn. Dann eben nochmal, gib ihn. Also, ich bin so mit Peperonis, Schatz. Ja, bei mir ging es heute Morgen nur einmal so bauchauiger. Ich glaube, das kommt auch von diesem Sirke, wie heißt das nochmal, die drin, diese Essig. Ja. Ob das Essig macht einen auch so dieses Magen ein bisschen Probleme. Das habe ich von Jalapenos auch, wenn ich zu viele davon esse. Also wir frühstücken mal hier locker. Wie gesagt, für jeden 2 Brötchen maximal. Wir kaufen auch nicht mehr. Naja, aber du musst bedenken, wir essen das Innere nicht, ne? Nein. Also es ist nur eineinhalb. Freunde, also wir frühstücken heute, machen einen schönen gemütlichen Tag. Gehen nachher mal zu der Schwester, die hat Geburtstag gehabt. Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken, keine große Party oder sowas, ne? Nein. Und so chillen wir einfach. Es ist schon so ein ganz toller Tag. Wir lieben den Sonntag. Sonntag ist eigentlich so für unser Dödeltag hier, ne? Rumliegen, was machen. Ich muss gleich die Couch nochmal saugen. Das ist so sonntags meine Aufgabe, ne? Und ja, also wer Bock noch drauf hat, ihr habt gesehen in der Werbung, wir haben ja hier mal die Eier gekocht, ne? Wir haben von der Firma noch ein paar Sachen geschickt bekommen. Wer ne Bock drauf hat, wir werden mal irgendwie in den nächsten Videos mal komplett damit kochen, Schatz. Direkt am Tisch. Ja. Also ich steig mal rein, wer Bock drauf hat. Also wir kriegen jetzt keine Kohle dafür. Die habe ich geschenkt von denen bekommen, weil ich die feier. Also wir haben wieder ein Placement von denen so quasi, dass ich jetzt für die Kohle erkläre. Ich fange die Dinger richtig gold. Gut, das kleine Ding. Die haben uns gesagt, wollt ihr noch mehr? Haben ist ja schick rüber, Alter, oder nicht? Ja. Haben die geschickt, wir probieren die. Keine Ahnung, wie die sind. Von Pocha, von Aude, kein Plan. Wir gucken, wir probieren das auf jeden Fall. Dann machen wir einen schönen Tag heute. Gehen wir nachher einmal dann Kaffee trinken bei der Schwester und lassen den Tag einfach mal so ausklingen, oder? Genau. Also, liebe Freunde, und dran denken auf jeden Fall. Also, wer noch mal Bock drauf hat, ich habe ja gestern meine Geschichte rausgehauen. Ich zwinge die Kinder, ein Haus zu kaufen. Wer drauf noch mal ein bisschen reingehen will, würde ich gerne mit den beiden die beiden Idioten, würde ich noch mal so ein Interview führen. Wer Bock drauf hat, schreibt mal in die Kommis. Mit Jan und San, komplett Familie, setzen wir uns mal hin. Dann sollen sie mir ihre Gedanken da mal rausknallen, was ist so ein 20, 21-Jähriger, ne Schatz, für Gedanken hat, ja. Ob die jetzt gezwungen worden oder nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Da können wir mal gerne noch mal so ein Video drehen. Ach nee, Alter, Schatz, ja, Mann. Der Rocky, oh nee, Alter. Oh, Alter, Rocky hat hier rumgekotzt, Schatz, ja.
Ja. Jetzt müssen wir vorher das auch noch aufräumen, ne? Ja. Das zeigen wir euch aber leider jetzt nicht. Keine Ahnung, was der Rocky sich wieder reingepoppt hat, ne? Ja. Dann würde ich mal nochmal sagen, dann das Gewinnspiel nicht vergessen. Das Gewinnspiel wird ihr nicht vergessen. Auf jeden Fall mitmachen. Ich blende euch nochmal Ende des Videos nochmal was ein. 24.12. Türkei-Trip, alles auf unseren Nacken. Lackieren, Urlaub, bla. Dieses Erlebnis wird ihr nie im Leben vergessen, der mit mir einmal in die Türkei-Reise mitkommt. Dann sagen wir mal, abonnieren, liken nicht vergessen. Küsst eure Herzen, dranbleiben. Und einen schönen Sonntag. Dann sag ich mal, Chai. Jetzt kurz eine eigene Sache. Ich verlose ein Gewinnspiel. Ja, Gewinnspiel. Warum ein Gewinnspiel? Freunde, viele wollen mit mir in die Solaiolo mitfahren. Ich habe mir dann überlegt, okay, wie kann ich das einpacken? Also, wer ab Montag, den 13.11. bis zum 4. Dezember in meinem Onlineshop mtcars-.de im Warenwert von Mindestbestellwert von 50 Euro bestellt, nimmt bei diesem Gewinnspiel teil. Was haben wir im Shop? Wir haben hier die 250 ml Autoparfüm. Wir haben die Dinger jetzt neu im Ding. Die könnt ihr bestellen. Duftbäume, jede Sorten habe ich da drin. Meine geilen Feuerzeuge, wo der Handyhalter drin ist. Yo. T-Shirts haben wir natürlich an Bord. Tassen haben wir an Bord. Also, liebe Freunde. Und Schlüsselanhänger. Also, liebe Freunde, bis zum 24.12. werde ich verlosen. Da kommt dann mit mir ein Silvajolo-Reise, gebe ich aus. Er nimmt sein Auto mit. Ich lasse es kostenlos auf meinen Nacken lackieren. Wie, welche Farbe er will. Ich zahle Benzinkosten, Maut, Hotel, Essen, Trinken. Also, er braucht keine 5 Cent mitzunehmen. Der kommt hier, ich fahre mit ihm dahin, 2 Wochen, 10 Tage, keine Ahnung. Sein Auto wird komplett da umlackiert und ich übernehme alle Kosten. Und da will ich nochmal sagen, wer Bock drauf hat, kann gerne in diesem Gewinnspiel mitmachen. Ich würde mich richtig stark freuen, wenn wir da mal ein bisschen paar Leute drin haben. Es wird ein tolles Ergebnis und wer das gewinnt, wünsche ich schon jetzt mal irgendwie herzlichen Glückwunsch. Ja, die Artikel Was sind ist, da. Wenn man kein Auto hat, Schatz? Wenn man kein Auto hat, habe ich auch gesagt, es gibt vielleicht einen, der sagt, nee, ich will mein Auto nicht, aber ich will mitkommen. Kein Thema, ich nehme mein eigenes Auto mit. Der macht die Reise mit mir mit. Und das Geld fürs Lackieren kriegt er von mir. Bonus in seine Tasche, da kann er einkaufen. Keine Ahnung, soll er machen, was er will? Dann macht er umsonst Urlaub auf meinen Nacken. Plus Taschengeld, wenn er kein Auto hat. Alle lieben Freunde, das haben wir uns hier mit Tuyo überlegt, dass wir irgendwie mal was geben. Klar, ich kann die Soja nicht so komplett aus der Tasche. Da sind ja fast 5.000, 6.000, 7.000 Euro, die ich dann so ausgeben würde. Aber so könnt ihr mir ein bisschen meinen Shop unterstützen, oder? Yep. Ein bisschen den Shop unterstützen und ich würde das irgendwie wieder euch zurückzahlen. Wer Bock drauf hat, auf jeden Fall Gewinnspiel. In meiner Videobeschreibung könnt ihr gerne gucken und heute Nacht, ab morgen, ist das Ding aktiv. Also, mitmachen und dann ziehe ich am 24. den Gewinner. Küsst Na, eure am Herzen. 25. oder? Weil am bis zum 24. Küsst eure Herzen, dranbleiben, abonnieren, liken nicht vergessen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss!